Hallöchen, lieben Patel Isaiah Explorer, herzlich willkommen zu diesem unter 100 Abonnenten-Special. Und ja, ihr fragt euch bestimmt, warum ich sowas mache und nicht einfach auf ein 100 Abonnenten-Special warte. Ganz einfach, denn mein Kanal ist seit dem Seven vs. Wild Video für meine Verhältnisse total durch die Decke gegangen. Und ich habe über 50 neue Abonnenten bekommen, obwohl mein Kanal kaum aktuelle Inhalte aufweist. Und das finde ich mega krass. Leute, ihr abonniert mich und eigentlich habe ich kaum Content auf meinem Kanal. Danke dafür. Also danke für die ganzen Abos. Ja, ich bin total überrascht und überwältigt und freue mich natürlich total. Und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist euch alle abholen und einfach erzählen, wer ich eigentlich bin und was auf meinem Kanal hier so vorgesehen ist. Ich denke, das Ganze ist ganz fair. Und dann habe ich direkt einen Kanaltrailer für alle neue Leute, die noch so vielleicht folgen werden. Natürlich kann ich hier jetzt voll den Ego-Trip machen und sagen, yeah, ich mache das, worauf ich Bock habe und fertig. Also ja, schon mache ich das, worauf ich Bock habe, aber ich möchte euch auch ein bisschen mit ins Boot holen. Und deswegen wäre es super, super geil, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wenn ihr natürlich Bock habt, warum ihr meinen Kanal abonniert habt. Und was ihr gerne für Content sehen möchtet, was interessiert euch, worauf hättet ihr tatsächlich Bock? Ich sag euch auch, worauf ich Bock hätte und am Ende würde ich sagen, gucke ich mir einfach alles an und entscheide dann, welcher Content am meisten Sinn macht. Und wenn ihr mir eure Ideen und eure Wünsche in die Kommentare schreibt, vielleicht sind da ja ein paar Sachen dabei, an die ich persönlich gar nicht gedacht habe, die mir aber auch voll Spaß machen würden. Und warum sollte ich dann dazu keine Videos machen? So, einmal kurz zu meiner Person und zu dem Kanal auch passend. Also, ich werde höchstens ein Video pro Woche schaffen, das sage ich euch jetzt schon. YouTube ist so ein Hobby von mir, wo ich mich so ein bisschen ausprobiert habe. Ich betreibe auch einen aktuellen YouTube-Kanal, das ist ein Gaming-Kanal, Let's Play Fatal Desire, also wer gerne Gaming-Videos gucken möchte zu einem Survival-Game aktuell, zu Conan Exiles. Assassin's Creed mache ich auch ein bisschen. Der ist natürlich auch auf meinem Gaming-Kanal herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Also den mache ich tatsächlich aktiv, bisher dreimal die Woche. Das wird sich jetzt reduzieren auf zweimal die Woche und dafür werde ich auf diesem Kanal versuchen, immer einmal die Woche ein Video zu bringen. Das Ding mit diesem Kanal hier ist, das ist ja ein Real-Life-Kanal, also ich Filme im Real Life und es ist einfach so viel aufwendiger, als mal eben ein Gaming-Video zu produzieren. Erstens muss man ja auch Zeit haben, um rauszugehen und irgendwie Content zu produzieren und dann das Schneiden und so weiter. Das nimmt halt wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, viel mehr als Gaming-Content definitiv. Und ich arbeite Vollzeit. Ich bin Vollzeit im Einzelhandel tätig. Das heißt, ich bin durch die Woche auch gerne mal am Tag 10, 11 Stunden auf Arbeit. Und ja, ich muss ja irgendwann Zeit haben, das Ganze zu produzieren. Und YouTube ist nun mal jetzt nicht mein Beruf oder so, wie es von manchen anderen ist, sondern halt wirklich nur so eine Nebenbeschäftigung aus Spaß. Ich mache es total gerne. Ich finde es total toll, wenn Leute sich natürlich über die Videos freuen, weil Es ist halt echt sehr viel Arbeit, so ein Video zu produzieren. Wenn es dann natürlich keiner guckt, dann ist das so, okay, vertane Zeit. Aber wenn Leute das gucken und sich drüber freuen und es sogar gefällt, das muss natürlich nicht allen gefallen, absolut nicht. Aber ja, wenn es da ein paar Leute gibt, denen das gefällt, dann freue ich mich da echt mega, mega drüber. Ja, der Content auf dem Kanal soll natürlich auch ein bisschen was mit meinem Leben und meiner Persönlichkeit zu tun haben. Es wird auf jeden Fall sehr viel Outdoor sein. Also es soll schon so in die Richtung Outdoor, Reisen, Abenteuer sein. Na, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre und was Cooles mache, wie zum Beispiel letztes Jahr unsere Nordseetour mit dem Fahrrad 700 Kilometer an die Nordsee und an der Nordseeküste lang, da habe ich dann halt auch meine Kamera mitgenommen, habe das alles mitgefilmt. Könnt ihr gerne die Videos mal anschauen, die sind allerdings auch schon wieder etwas älter und heute würde ich es auch wieder komplett anders schneiden als damals. Wie gesagt, ich bin halt absolut kein Profi und das Ganze ist halt eine Lernphase mit Learning by Doing. Mit hinzu kommt, dass ich damals noch eine richtig schrottige Actioncam dabei hatte, die einfach mega große Dateien aufgenommen hat, aber die Qualität einfach scheiße war. Mittlerweile habe ich mir auch eine GoPro zugelegt. Also ich habe sowieso geplant, jetzt auf meinem Kanal mehr Videos zu machen. Habe dann aber gedacht, gut, Seven vs. Wild ist jetzt gerade so ein schöner, ja, passt halt auch dazu und so. Dann mache ich erstmal da ein Video drüber und habe jetzt gar nicht gerechnet, dass das jetzt so viele Leute gucken.
Ja, also von daher, wie gesagt, ich habe mir jetzt eine GoPro besorgt. Das heißt, qualitativ wird es jetzt besser als jetzt zum Beispiel die Nordsee-Tour von damals. Aber wenn ich im Urlaub sowas machen würde nochmal, würde ich definitiv jetzt die GoPro mitnehmen und meine andere Kamera und das wieder mitfilmen und schneiden und dann quasi so einen Bericht darüber machen. Ja, ansonsten halt gerne auch so Tagesreisen, Tagesabenteuer, die wir machen. Wenn ich mal frei habe und wir machen eine Tagestour mit dem Fahrrad irgendwo hin, dann könnte ich auch so einen kleinen Fahrradausflugsvlog quasi machen. Ich bin jetzt natürlich auch so ein bisschen in dem Thema Survival drin quasi oder ein bisschen gecatcht von dem Thema. Von daher könnte man da auch Survival-Elemente mit einbeziehen. Also man könnte, keine Ahnung, unterwegs sich da mal ein Shelter bauen oder so und das einfach mit ins Video einbauen oder so. Das wäre halt auch nochmal so eine Idee. Dann fände ich cool, das habe ich schon mal ausprobiert auf YouTube. Es hat nämlich auch Spaß gemacht und zwar so Ausrüstung und Gegenstände ausprobieren und darüber so Reviews quasi machen. Also wenn ich mir irgendwas kaufe, irgendwas Cooles, genau, wie baut man das Ganze auf? Wie funktioniert das? Würde ich das weiterempfehlen? Würde ich es nicht weiterempfehlen? Also sowas könnte ich mir ab und zu vorstellen. Ich habe auch tatsächlich jetzt schon mindestens zwei Sachen, die ich mir gekauft habe, aufgrund des ganzen Survivals vs. Wild Themas, das ja wirklich Bock hat, das ja wirklich Bock macht, rauszugehen und was auch selber auszuprobieren. Da habe ich mir tatsächlich schon zwei Sachen jetzt gekauft, die ich jetzt demnächst auch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann auch ausprobieren werde und dazu auch auf jeden Fall ein Video drehen würde. Ja, ansonsten auch Lost Places mache ich halt auch sehr gerne. Allerdings, ja, muss man halt erstmal ein Lost Place finden, eins, das auch begehbar ist und machbar ist und so weiter und so fort. Also wenn ich Lost Places habe, wo ich auch meine Kamera dabei habe, dann würde ich auch ab und an mal ein Lost Place Video machen, aber das wird jetzt keine regelmäßige Reihe oder so, sondern es ist meistens so durch Zufall, ne? Wenn man was Cooles entdeckt und hat und dann Zeit hat, dahin zu fahren, dann ja, würde da auch vielleicht ab und an ein Video zu kommen. Ja, allgemein vielleicht ein paar Vlogs aus meinem Leben, wenn ich mal was Spannendes mache. Mir wurden unter dem letzten Video auch ein paar Dinge geschrieben bezüglich meines Musikgeschmacks, weil ich hier das Corvus Corax T-Shirt hatte. Und ja, wenn euch da was interessiert, wenn ich zum Beispiel auf einem Mittelaltermarkt bin oder so und dann einfach so einen Mittelaltermarkt-Vlog mache oder so, das könnte ich halt auch gerne machen. Zudem ist ja nicht so, dass ich da einfach so hingehe. Ich bastle mir auch mega gerne Verkleidung, ne? Also es ist jetzt kein richtiges Cosplay, was ich mache, aber schon auffällige Verkleidungen, die sind aber mehr so Fantasy. Also nicht, dass ich mir irgendwie ein Spiel nehme und dann da einen Charakter nachmache oder so, sondern tatsächlich mich von verschiedenen Dingen inspiriere und dann bastle ich mir halt gerne schon mal so Kostüme und so. Und ja, dementsprechend würde ich wahrscheinlich auch so eine kleine, ich nenne es jetzt einfach mal Cosplay oder einfach DIY-Kreativecke machen. Ist bestimmt auch nicht für jedermann was, hat auch mit dem Thema Survival und Outdoor nicht viel zu tun, aber es gehört halt irgendwie so zu mir und wenn ich dann so ein Kostüm bastle, mache ich vielleicht so eine kleine Bastelanleitung beziehungsweise so einen kleinen Blog, wie ich das Kostüm gebastelt habe, wie es am Ende aussieht. Ja, sowas in die Richtung habe ich mir einfach gedacht, als so kleiner Part. Es wird jetzt nicht großartig überwiegen, ich bastle ja auch nicht jede Woche ein neues Kostüm. Aber da ja jetzt wieder einiges möglich ist, so langsam, trotz Corona, habe ich jetzt auch tatsächlich zwei Kostüme in Planung. Deswegen wäre das halt auch so eine Idee für meinen Kanal. Und wie gesagt, wenn ihr dann so einen Vlog aus meinem Leben dann halt mal sehen möchtet, keine Ahnung, Mittelaltermarkt oder so, das könnte ich halt auch machen. Ja, ansonsten, weiß nicht, den ein oder anderen Selbstversuch vielleicht so in die Richtung Survival und so. Also, ja, ich bin auch sehr so Pflanzen interessiert, was man ja dann auch in dem Video gesehen hat, wegen meinem Pflanzenbuch und so. Ich gehe auch echt gerne in die Natur und sammle Pilze zum Beispiel. Da könnte ich mir auch ein paar Videos zu vorstellen, dass ich euch einfach dann beim Pilzesammeln mitnehme oder dass ich tatsächlich so einen Selbstversuch mache, 48 Stunden überleben, nur mit Nahrungsmitteln, aus der Natur, vegan. Wie gesagt, ich würde keine Tiere jagen oder so, ist ja auch nicht erlaubt.
Genau, deswegen einfach halt dann mit Wildkräutern, Früchten, Beeren, Pilzen, was man so draußen findet, halt überleben oder so. Also sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das wäre so die Richtung, die ich gerne einschlagen möchte. Wie gesagt, es wäre super, super cool, wenn ihr mir in den Kommentaren halt schreiben könntet, ob euch davon vielleicht irgendwas interessiert oder ob ihr ganz andere Dinge sehen möchtet, ob ihr da noch Ideen habt. Ich bin offen für alles. Ich bin ein sehr vielseitiger Mensch, deswegen wird der Kanal wahrscheinlich auch relativ vielseitig werden. Genau, und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu meiner Person oder sonst was, könnt ihr mir die auch sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche, jeden sinnvollen Kommentar zu beantworten. Ja, ich hoffe, dass wir ein paar coole Projekte auf die Beine kriegen, also ein paar coole Videos vielleicht rumkommen und ja, mit euren Ideen, mit meinen Ideen der Kanal dann vielleicht doch ganz cool wird. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Seid nicht so streng mit mir. Ich habe noch eine total scheiß Kameraführung und sowas, weil das ist für mich halt alles auch total Neuland. Genau, also die Ausrüstung habe ich jetzt schon deutlich verbessert zum Film. Aber halt alles drumherum, wie gesagt, das ist absolut nicht professionell. Es ist alles absolut hobbymäßig. Ich bin natürlich auch sehr gewillt, mich zu verbessern. Also wenn ihr auch Tipps irgendwie habt, wie man die Kamera ruhiger hält beim Filmen oder so, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für jegliches Feedback offen und freue mich total drüber, denn ich würde ja meine Videos auch sehr gerne mega verbessern, cool Content machen und mir eine kleine Community aufbauen. Das wäre auf jeden Fall schon cool. Also da hätte ich mega Interesse daran. Und ja, so, dann wisst ihr erstmal Bescheid, was ich so alles plane. Ja, das war's soweit mit dem unter 100 Abonnenten Special. Ich glaube, ich bin die erste Person, die sowas gemacht hat, oder? Keiner macht ein unter 100 Abonnenten Special. Aber das war mir einfach wichtig, mit euch darüber zu quatschen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, würde ich sagen. Ciao, bis dahin. Alles Gute euch. Wir sehen uns. Muah.